Schalke hat hier Anstoß. Hazard. Witzel. Jadon Sancho. Das ist Reus. Ganz energischer Einsatz. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Was traust du Marco Reus in diesem Spiel zu? Wie siehst du es, Buschi? Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Omar Mascarell. Gut gemacht, gutes Tackling. Und jetzt Reus. Kraft. Jadon Sancho. Da können Sie jetzt flanken. Nico Schulz. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erhalten. Die Ecke kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Erneut Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Die Ecke kommt rein. Super Parade. Den Kopfball hält er. Und nun Witzel. Nico Schulz. Hazard. Piszczek. Und Reus. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Chance zum Konter jetzt. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Delaney. Witzel. Ja, da ist Platz jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt Marco Reus. Reus! Super Einsatz vom Torhüter. Ecke kommt in den 16er. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Brandt! Schuss kommt nicht durch. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da hat er gut verteidigt. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Marco Reus. Reus! Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt. Und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtigte Treffer. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Thank you.
Führung damit für den BVB. Nico Schulz. Caligiuri. Schirmt den Ball gut ab. Der Ballverlust. Witzel. Hummels. Zu den vielen Stärken von Mats Hummels zählt ja auch seine kluge, vertikale Spieleröffnung. Das hast du schön gesagt, Wolf. Seine langen Pässe nach vorne meist präzise und damit dann auch immer gleich gefährlich. Blockt den Schuss erstmal ab. Burgstaller. Caligiuri. Caligiuri. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Delaney. Nico Schulz. Jadon Sancho. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder sehr souverän. Busche bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Ja, Wolf, die Schalker sind hier fast auf Augenhöhe, müssen bei ihrer Linie... Schönes Zuspiel. Alessandro Schöpf. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Omar Mascarell. Burgstaller. Da können Sie erstmal klären. Amin Harit. Da verlieren Sie den Ball. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Was meinst du bislang über die Leistung von Marco Reus? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und weiter geht's mit Durchgang 2. Der BVB führt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Nico Schulz. Hazard. Ballverlust Dortmund. Axel Witzel jetzt. Nur ein Peace-Check. Jadon Sancho. Jetzt könnte er flanken. Sie bekommen den Einwurf. Jadon Sancho. Flanke Jadon Sancho. Chance zur Befreiung. Brandt. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Der Ball streift da den Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Macht er gut. Burgstaller. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin.
des Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerfen. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschuss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Hier ist noch alles drin. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Delaney. Hazard. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jadon Sancho. Jetzt Witzel. Nico Schulz. Reus. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. So, was macht Reus? Auch ein direkter Freistoß wäre möglich. Er kann das. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Suat Serdar. Burgstaller. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Nico Schulz. Dortmund verliert den Ball. Klasse Einsatz. Klar, gibt Einwurf. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Stambouli. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Suat Serdar. Caligiuri. Unaufhaltsam. Kommt jetzt die Flanke rein. Jonjo Kenny. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ball kommt rein. Problemlos hat er hier den Ball. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Jadon Sancho. Brandt. Reus. Steilpass kommt von Reus. Das war Pech, das ist Abseits. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Roman Bürki. Mats Hummels jetzt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Witzel. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Brandt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Flanke, Jadon Sancho. Das hätte gefährlich werden können. Es fehlt ein Tor für S04. Was geht noch für Königsblau, Gucci? Ein paar Minuten sind es ja noch, aber so langsam muss das Tor fallen. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Und um Witzel. Schalke mit dem Einwurf. Schipka. 6 Minuten sind noch zu gehen. Salif Sané. Schalke jetzt über außen. Spielt er den Ball in den Strafraum? Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Ja.
Ball bei Hummels. Und um Witzel. Nico Schulz. Delaney. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Spielverlagerung jetzt. Witzel. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt Hummels am Ball. Dahoud. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Suat Serdar. Die Schalke-Fan. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Das Duell der Rivalen hat also seinen Sieger, Buschi. Und wir sehen es ja, diesen Sieg genießen sie besonders. Ja, wie nicht anders zu erwarten, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wollen sie unbedingt das Ding für sich entscheiden. Da will sich keiner eine Blöße geben. Glückwunsch.